In der Kategorie Mannschaftssport macht seit 3 Jahren im Handballsport der HC Bremen auf sich aufmerksam. Das Team aus dem Jugendzusammenschluss des Haschstädter TSV, ATSV Hamhausen und TV Schwanewede spielt immer wieder erfolgreich in der dreigeteilten A-Jugend-Bundesliga mit und schickt so manchen Bundesliga-Nachwuchs der renommierten Vereine mit einer Niederlage wieder nach Hause. Und Janik, schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr den Weg gefunden habt. Ihr habt da eine Riesengala erlebt. Es war ein Riesenuffriss und ihr habt auch noch den Preis gewonnen. Janik, wie war das Gefühl, da auf der Bühne auf einmal zu stehen? Natürlich sehr gut. Also es ist schon eine Bestätigung für uns, für unsere Leistung. Man merkt, dass die Aufmerksamkeit größer wird. Unsere Leistung wird honoriert, so die Saison über. Und dann ist so eine Veranstaltung natürlich nochmal ja, so ein i-Tüpfelchen so auf der ganzen Saison. Janik, kannst du noch mal für uns zusammenfassen, wofür habt ihr denn jetzt den Preis bekommen? Wir haben den Preis der Nachwuchsförderpreis für die Jugendmannschaft. Und wir haben ihn bekommen für unser Engagement und für unsere Leistung in der A-Jugend-Bundesliga. Ihr habt da auch Preisgeld bekommen. Janik, wo geht das hin? Zum Teil natürlich in die Mannschaftskasse, das ist klar. Und ein Teil geht natürlich auch in die Kasse des Vereins, so dass damit auch was angefangen werden kann, um eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen, um ja, Gelder für die nächste Saison zu stellen und so weiter. Ihr habt ja wirklich bis jetzt eine Bombensaison hingelegt. Ihr seid super erfolgreich. Was das heißt, wo steht ihr derzeit in der Tabelle? Wir sind momentan Fünfter. Ah, super. Und was ist euer Saisonziel, Monty? Also unser Saisonziel war vor der Saison, den 6. Platz zu halten, dass wir keine Aufstiegsrunde spielen müssen, sondern die Liga halten. Und das haben wir jetzt 5 Spieltage vorher geschafft. Das heißt, jetzt haben wir jetzt ist die Saison beendet und wir landen wohl auf dem 5. Platz. Super. Und aber warum denn, habt ihr euch nicht das Ziel gesetzt, ganz oben zu stehen und die Aufstiegsspiele zu machen? Woran liegt das? Also vor der Saison war klar, dass ein Großteil der alten Mannschaft geht. Wir mussten unsere Spielweise ändern. Wir sind körperlich nicht die Stärksten, mussten also eher so Tempohandball spielen. Und uns war schon klar, dass es nicht Richtung Platz 1 und 2 geht, sondern eher so 4 bis 6. Das war unser Ziel, das haben wir jetzt geschafft. Und ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist ja Ziel erreicht, das ist die Gesetze erreicht, das ist ja schon mal eine Leistung. Und ihr habt ja wirklich, der Trainer hat da Anekdoten erzählt, dass ihr so einen Biss habt und so eine coole Mannschaft seid, dass ihr wolltet Training absagen und dann sind aber trotzdem haben alle Protest geschrien, haben gesagt, nee, wir wollen Training machen. Was ist das Besondere an eurer Mannschaft, Monty? Das Besondere ist, glaube ich, dass in der Mannschaft eine total tolle Chemie ist. Und ja, da ist man fast böse, wenn jemand absagt, weil man dann denkt, ja, hast du keine Lust auf uns oder so. Wir sind echt ein tolles Team und das macht wirklich Spaß, da jeden Tag zu trainieren. Ihr trainiert wirklich viel und da ist die Frage, wie kriegt ihr das eigentlich aus dem Hut? Also ihr beide habt jetzt schon gerade das Abi hinter euch, aber da sind ja vielleicht auch welche bei, die Abi machen und so weiter. Wie kriegt ihr das hin, wie mit Schule zusammen? Da sollte man die sportbetonte Schule der Ronzenstraße erwähnen, die uns da auf uns zukommt und mit der wir jetzt seit Jahren eine Kooperation pflegen, die uns da unterstützt und die auch Training in der Schule anbietet. Das heißt, ihr habt wirklich die Möglichkeit, gleich zack, gar nicht erst nach Hause, sondern gleich dann zum Training in der Schule sozusagen? Ja, das ist oft so der Fall. Mhm. Also auch jetzt bei unseren Spielern aus der Mannschaft, die jetzt noch in der Schule sind. Die sind oft bis 3 oder 4 in der Schule und kommen dann direkt in die Halle, essen da dann kurz was und dann geht's auch schon los. Ich meine, ihr seid so ein Eliteverein ja fast, ne? Also wer bei euch in der HC spielt und da, also ihr habt ja ein gewisses Talent und ihr habt ja auch die Begründung dazu sein. Wie komme ich dahin, ins HC-Team zu kommen? Ja, erst einmal muss man natürlich gute Leistungen bringen in den Vereinen, wo man vorher gespielt hat. Da muss man natürlich auf sich aufmerksam machen, dann spielt man zusammen in der Auswahl. Ich habe auch schon mit Monty lange Jahre in der Auswahl zusammengespielt. Da wird die Aufmerksamkeit dann natürlich auch groß und dann wird man möglicherweise angesprochen vom Trainer oder vom Manager. Wie geht's jetzt, die Saison ist abgeschlossen, wie geht's in der nächsten Saison für euch weiter? Wir beide haben das Pech, jetzt rauszugehen aus der A-Jugend und steigen jetzt in die Herren ein. Aber für nächste Saison sind schon fleißig neue Spieler dazugekommen, die jetzt auch im Mai die neue Vorbereitung beginnen und ich denke, da können wir auch wieder zuversichtlich sein.
für euch persönlich sportlich? Ihr geht in die Herren. Heißt das, geht ihr jetzt in neuen Vereine oder sagt ihr, ich muss mich aber beruflich auch orientieren? Oft ist es ja beim Jugendhandball so, dass dann irgendwie die Herren kommen und dann ist Schluss. Also, oder wie sieht es bei euch aus? Wie habt ihr das für euch geplant? Bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich zu meinem vorherigen Verein zurückgehe. Mhm. Ich habe da jetzt auch schon ein Doppelspielrecht gehabt beim ATSV Habenhausen. Da werde ich jetzt spielen in der zweiten Herren und in der ersten Herren. Und da hoffe ich, dass wir da mindestens genauso erfolgreich sind. Von der Platzierung her ist natürlich ein Unterschied zur A-Jugend, aber ja. Und Monty? Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich schließe jetzt mit Handball ab und fange im September ein soziales Jahr in Afrika an. Wow. Das heißt, die Handballkarriere, die große Handballkarriere ist jetzt für mich quasi beendet. Und ich gehe dann den beruflichen Weg. Ja, oder du machst das dann wie euer Trainer, der ja selbst irgendwie nachher Sportlehrer geworden ist, war selber Handballspieler und jetzt auf einmal eine Supermannschaft beim HC trainiert, oder? Dann vielleicht sehen wir dich als Trainer mal wieder hier. Ja. Können wir mal ansprechen. Wir wünschen euch auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Ihr macht klasse Leistung, ihr spielt klasse Handball, bleibt weiter dran, auch wenn es jetzt nicht so weitergeht. Aber ich denke mal, einmal Handballer, immer Handballer. Und vielen Dank, dass ihr da wart hier im Studio. Vielen Dank. Gerne.